Was sind die drei leibendsten Dinge in Simmering? Die Simmeringer Hauptstraße ist super. Ja, ist sehr gut. Das Kindergarten in der Nähe. Gute Verbindung. Ja, und ein Boot gibt es auch. Ja, Simmering ist leibend. Die Simmeringer wissen anscheinend, was sie an ihrem Zuhause schätzen. Der klassische Arbeiterbezirk gilt vielleicht nicht als hip oder schick. Dafür bietet er andere Vorteile. Simmering zählt zwar zu den am schnellsten wachsenden und jungen Gebieten in Wien, hat aber auch noch immer einen Grünanteil von über 40%, darunter große landwirtschaftliche Betriebe. 70 Jahre lang stellt die SPÖ die Mehrheit im Bezirk. Doch bei der letzten Wahl gelingt es der FPÖ mit Paul Stadler, den Bezirksvorsteherposten zu erobern. Sein jetziger Herausforderer von der SPÖ, Thomas Steinhardt. Der ist ganz leibend da. Der Freiheitliche. Ja, wenn der wieder bleibt, aber ich glaube, der bleibt nicht in Simmering. Die sind zu schwach jetzt. Der Stadler, ich denke mir, der kann wenigstens vielleicht was bewegen. Paul Stadler, haben Sie schon mal gehört? Entschuldigung, nein, tut mir leid, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Den Herrn Stadler kennen Sie? Der macht alles gut. Ich kenne ihn persönlich, aber ich schaue, dass der macht alles gut. Thomas Steinhardt, schon mal gehört? Nein, ich kenne mich da nicht so wirklich aus. Ist nicht so mein Gebiet. Den Thomas Steinhardt, kennen Sie den? Nein, nur vom Hören und Sehen. Beim Bekanntheitsgrad kann Stadler gegenüber Herausforderer Steinhardt durch den Amtsbonus profitieren. Innerhalb der Stadt fehlt ihm aber die Hausmacht, beklagt er zumindest. Ich habe gelernt, dass man in der Stadt Wien nicht so schnell vorankommt, als man will, dass man sehr wohl von der Stadt blockiert wird, ja, aber dass wir auch die Demokratie wieder im Bezirk eingeführt haben, weil meine Vorgänger haben ja 70 Jahre die absolute Mehrheit gehabt. Ich brauche drei Parteien, damit ich überhaupt was umsetzen kann. Ich glaube, das ist zu einfach, wenn man sich macht, als Bezirksvorsteher, zum sagen, die anderen sind immer schuld oder man lässt sie anrennen. Ich sehe das ein bisschen anders und das hat man jetzt gesehen beim Parkpickel, wo der Herr Bezirksvorsteher gemeinsam mit der Frau Vizebürgermeisterin in Wirklichkeit am Pakt geschlossen haben und die Simmeringerinnen und Simmeringer weiter warten lassen auf das Parkpickel, obwohl dass es einen Bezirksbeschluss für eine Erweiterung des Parkpickels gegeben hat. Größter Nachteil für den Amtsinhaber ist aber wohl der Ibiza-Skandal der FPÖ. Die Mandatare, die hier unten arbeiten, ja, die kennen nichts dafür, wenn oben zwei Depperte sind. Und für die tragen wir eigentlich den Kampf aus, weil wir im Bezirk arbeiten gut. Wir haben mit einem Ibiza und alles nichts zu tun. Wir waren nie eingeladen, wir waren nie mit dabei. Ich war auch nie mit hingefahren dort. Den Freiheitlichen laufen in den Umfragen die Wähler aber davon. Und viele Wähler unterscheiden, laut Politikwissenschaft, nicht zwischen Landes- und Bezirksebene. Na, da muss ich Sie jetzt eines Besseren belehren, weil die Simmeringer sehr wohl unterscheiden, wer was macht. Oder sie legen mir alle an, das ist auch möglich, ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber was so draußen ist, sagt jeder Stadler, in Simmering wollen wir die, wir brauchen die und die werden wir wählen. Die SPÖ hat trotzdem wieder gute Chancen auf die Nummer 1 im Bezirk. Als sicherer Sieger sieht man sich aber noch nicht. Da werden auch die Wählerinnen und Wähler in Simmering entscheiden. Wir haben ein gutes Konzept, glaube ich, mit sehr vielen Punkten, was wir gemeinsam mit der Simmeringer Bevölkerung in den letzten Runden, wo ich unterwegs war, seit mehr als zwei Jahren, ausgearbeitet. Und da gibt es ein Angebot an die Simmeringer Bevölkerung und die werden, glaube ich, entscheiden am Wahltag oder jetzt schon mit den Wahlkarten, wer in Zukunft Simmering gestalten und mit der Bevölkerung führen soll in eine gute Zukunft, in eine bessere Zukunft, in eine lebenswerte Simmering. Sowohl für Stadler als auch für Steinhardt geht es um die Zukunft als Bezirkspolitiker. Und was macht der jeweilige Verlierer? Wenn ich nicht mehr Bezirksvorsteher werde, dann bin ich am Überlegen, ob ich in Pension gehe. Wenn Sie die Wählerinnen und Wähler anders entscheiden, werde ich wieder in meinen Beruf zurückgehen als Gärtner in Simmering. Für einen der beiden Spitzenkandidaten in Simmering wird sich wohl nach der Wahl einiges ändern. Die Bezirksbewohner selbst sehen die Zukunft gelassen. Wird sich groß etwas ändern? Na, ich hoffe. Was? Naja, für Besseres. Ist immer etwas zum Besseres machen. Es hat sich nie was geändert, also wird alles so bleiben, wie es ist. Ich hoffe, dass sich nichts ändert für mich in Simmering. Also ja, ich bin zufrieden, so wie es gerade hier läuft.